Hallo, hier ist wieder euer WeHawk LP, heute mal mit einem Let's Test. Ja, ganz recht, ich möchte heute mal ein Spiel für euch auf Herz und Niere testen. Es trägt den wunderbaren Namen Zack Zero. Ja, kein Witz, heißt wirklich so. Ein Spiel von Crocodile Entertainment, vertrieben von Crimson Cow. Vielen Dank an Crimson Cow übrigens, dass sie mir die Review-Version zur Verfügung gestellt haben. Ich habe mir gedacht, diesen Titel, den zeige ich euch jetzt mal, den werde ich mal auf Herz und Niere testen und wir legen auch direkt mal los damit, worum es bei Zack Zero überhaupt geht. Ja, er ist es. Er hat es wieder geschafft. Nach seinem neuesten Abenteuer kehrt der siegreiche Zack Zero zur Basis zurück. Im Spiel schlüpfen wir in die Rolle von Zack Zero, einem tollkühnen Weltraumhelden. Der gute Zack ist gerade auf dem Weg zurück von einer Mission. Ja, doch wieder zurück muss er feststellen, dass seine Assistentin niedergeschlagen wurde. Und nicht nur das, zu allem Überfluss wurde auch noch seine Freundin Marlene entführt. Oh weia. Und das auch noch von niemand Geringerem als dem bösen Weltraumschurken Zulrock, der übrigens nichts mit Balrog zu tun hat. Nein, definitiv nicht. Ja. Der hat Zack Zero nämlich eine Nachricht hinterlassen, dass er etwas hat, was Zulrock benötigt für seine bösen Pläne. Doch, natürlich hat auch Zack etwas, was er wiederhaben will, nämlich seine Freundin Marlene. Und so begeben wir uns auf die epische Suche nach ihr und vor allem auf die epische Mission, den bösen Zulrock aufzuhalten, der natürlich nicht nur es auf Zack und seine Freundin abgesehen hat, sondern auf das gesamte Universum. Ja, das klingt doch spannend, das klingt nach Action. Und so geht es das Spiel auch an, denn das Spielprinzip ist durchaus actionreich. Aber das sehen wir uns jetzt mal genauer an. Das Spielprinzip von Zack Zero ist eigentlich relativ einfach erklärt. Wir steuern Zack Zero in guter alter Jump'n'Run-Tradition von links nach rechts und versuchen uns durch die einzelnen Levels zu kämpfen. An einigen Stellen im Spiel wechselt die Kamera allerdings auch mal in eine isometrische Ansicht. Das ist vor allem dann, wenn es mal wieder jede Menge Gegner zu plätten gibt. Oh ja, haha. Denn Zack Zero ist durchaus actionreicher, als man es auf den ersten Blick vermuten könnte. So gibt es wirklich zahlreiche Gegner, die man in bester Hack-and-Slay-Mania, ja, nur so ordentlich verkloppen kann. Die nur darauf warten, so ordentlich eins auf die Mütze zu kriegen. Ja, haha, Zack Zero ist wirklich actionreich. Interessant am Gameplay sind aber vor allem die verschiedenen Fähigkeiten von Zack Zeros Spezialanzug. So könnt ihr neben der normalen Form auch auf eine Feuer-, auf eine Eis- und sogar auf eine Steinform zurückgreifen, die ihr an verschiedenen Stellen im Spiel benötigen werdet. Ja, jede Form hat ihre ganz speziellen Moves. So könnt ihr in der Feuerform ganz lässig durch die Luft surfen, in der Eisform eure Umgebung verlangsamen und in der Steinform sogar durch Böden und Wände brechen. Ja. Das Gameplay und die verschiedenen Fähigkeiten eures Kampfanzugs sind eigentlich relativ schnell erlernt. Und so könnt ihr euch flott auf das konzentrieren, worauf es wirklich ankommt. Kloppen, kloppen und nochmals kloppen. Ja, aber wie es sich für ein anständiges Jump'n'Run gehört, gibt es natürlich auch Sprungpassagen zu überwinden. Auch hier gilt es, sich wieder die einzelnen Fähigkeiten des Anzugs zunutze zu machen. In der Steinform müsst ihr euch zum Beispiel hauptsächlich in die unteren Bereiche des Levels durchboxen, während ihr mit der Feuerform einfach mal über größere Abgründe surfen müsst. Ja, und mit Fallen und Gegnern gespickte Abschnitte, die können mit der Eisform einfach verlangsamt werden. Doch wer denkt, Kloppen und Springen sei alles, dem sei Folgendes gesagt. Zack Zero hat durchaus das ein oder andere Rätsel zu bieten. Versteckte Schalter, Fackeln, die in der richtigen Reihenfolge zum Brennen gebracht werden müssen. Alles, was das Herz begehrt. Während ihr im Tutorial-Level noch auf die volle Power eures Spezialanzuges zurückgreifen könnt, erwarten euch im ersten richtigen Level jedoch schon eine weitaus größere Herausforderung. Nämlich, Zack Zeros Anzug hat seine Power verloren und muss mit Hilfe von Diamanten und sogenannten Nahkämpfen wieder zu alter Stärke zurückfinden. Ja, ganz recht. Das Spiel hat tatsächlich ein kleines Levelsystem. Richtig cool. Alles in allem muss ich eigentlich wirklich sagen, das Gameplay geht sehr, sehr locker von der Hand. Also auch Gelegenheitszocker werden sicherlich nicht allzu lange brauchen, um sich an die Steuerung zu gewöhnen. Naja, auch wenn sicherlich mal das ein oder andere schief gehen kann. Bisschen Schwund ist immer. Oh je. Zur Grafik kann man Folgendes sagen. Zack Zero ist ein unheimlich farbenfrohes Spiel.
Das merkt ihr eigentlich direkt schon, wenn ihr ins erste Level kommt. Die Umgebung ist wirklich sehr, sehr farbenfroh gestaltet und der ganze Effekt wird auch noch verstärkt durch die verschiedenen Fähigkeiten eures Anzugs. Die Eisform, die Feuerform und auch die Steinform sind wirklich sehr, sehr authentisch gestaltet. Und auch die Hintergrundgrafik ist durchaus sehr detailreich. Es gibt immer mal wieder was zu entdecken, es gibt ja auch versteckte Schätze zu finden und so weiter. Also die Grafik ist durchaus gelungen, würde ich sagen. Mir haben vor allem die Lichteffekte sehr gut gefallen, die vor allem dann zum Tragen kommen, wenn ihr mit euren Gegnern kämpft oder wenn ihr einfach mal die verschiedenen Anzüge ausprobiert. Da muss ich sagen, das ist wirklich ein Pluspunkt. Vor allem die Lichteffekte bei dieser Grafik machen wirklich unheimlichen Spaß. Und die Levels sind auch sehr, sehr schön gestaltet. Am Anfang das Uhrzeit-Level und später sogar im Weltraum. Haha, da erwartet euch einiges. Zack Zero sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Auch den Soundtrack im Spiel würde ich persönlich als richtig gut gelungen bezeichnen. Es bleiben zwar vielleicht die ganz großen Ohrwürmer aus, aber so an sich ein sehr solider Soundtrack und auch die Soundeffekte sind durchaus authentisch und passen zu den einzelnen Situationen. Was mir vielleicht noch so ein bisschen gefehlt hat, war eine Sprachausgabe. Es gibt zwar in den einzelnen Cutscenes gibt es einen Sprecher, im Spiel selbst allerdings wird relativ wenig gesprochen und das, obwohl ihr eigentlich ständig von eurer Assistentin einen Tipp nach dem anderen kriegt, mal nützlich, mal weniger nützlich. Hier hätte ich mir vielleicht noch eine kleine Stimme zu der Assistentin gewünscht. Dann wäre das vielleicht alles ein bisschen schöner rübergekommen, so in alter Lilith Wars Mania, wo dann die einzelnen Spielfiguren sich mal einblenden mittels Funk und sagen, hey, zack! Das hätte ich mir vielleicht für Zack Zero noch gewünscht. Aber ansonsten kommt eigentlich alles gut rüber und auch der Sprecher macht durchaus einen guten Job. Bringt das eigentlich alles ganz gut rüber. Das ganze Spiel hat dadurch eine relativ lockere Atmosphäre. Und das, obwohl es doch eine Geschichte voller Rache und Hass ist. Ja, unglaublich. Und wenn wir schon von einer Geschichte reden, voller Hass und Rache, dann dürfen natürlich auch Bosskämpfe nicht fehlen. Denn die gibt es durchaus in diesem Spiel. Da gibt es sogar einige. Und, ja, was soll ich sagen? Die sind mitunter nicht immer ganz einfach. Die Bosse verlangen einem doch einiges ab, sie halten auch eine Menge aus, da muss sich unser Zack natürlich auch wieder die einzelnen Fähigkeiten zunutze machen. Aber was man jetzt schon sagen kann, die einzelnen Bosskämpfe sind auch sehr, sehr abwechslungsreich und sehr actionreich gestaltet und machen auch richtig viel Spaß. Wenn ihr mal ein Beispiel dafür sehen wollt, dann blende ich doch jetzt einfach mal ein, wie ich einen Bosskampf gemacht habe. Ich habe nämlich analog dazu, zu dieser Aufnahme, habe ich nämlich ein Let's Show gestartet zu Zack Zero. Und wie ich auf den ersten Boss im Spiel reagiert habe, das seht ihr jetzt. Du verdammtes Dreckshuhn! Nein! Oh Gott. Lass uns zur Ruhe. Verschwinde! Ja! Cool. Ich laufe einfach weg. Wie wär's damit? Ich kann echt weglaufen. Er folgt uns nicht. Was ist denn hier los? Ja! Ah. Gut. Greifen wir ihn weiter. Unnachgiebig an. Ja. Ja. Verdammt. Ja. Und jetzt hau ich dir aufs Maul. Oh Gott. Ja. Ja. Ah. Oh Gott. Und hep, und hep, und hep, und hep. Oh Gott, das wird ein bisschen dauern. Oh, dieser Kampf könnte dauern. Oh. Es sei denn, wir probieren es mit einer anderen Taktik. Na? Oh, verdammt. Vielleicht so? Ja! Ah, okay. Nee, müssen wir anders machen. Oh, oh, oh! Gut. Und hep, und hep, und hep! Dich kriegen wir so klein. Gar kein Problem. Ja! Oh nein, was macht er jetzt? Oh! Wir haben seine Beine zerstört.
Wenn ihm das wehgetan hat, wird er jetzt wahrscheinlich sauer sein. Oh Gott! Oh Gott! Nein! Oh! Huh. Oh nein, 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 nein! Oh! 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 Gut, okay. Ich sehe schon, die zweite Phase, da müssen wir noch ein bisschen gucken, wie das geht. Ha! Eigentlich so wie immer. Wir müssen nur versuchen, dass wir irgendwie vor ihm fliehen. Hey! Jetzt flieht er vor uns! Er hat die Taktik geändert! Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, 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 nein! Ja! So! Ja! Hey, mal eine Idee. Vielleicht können wir die Zeit verlangsamen, um ihn ein bisschen aufzuhalten. Es funktioniert in der Tat. Aber wenn wir... Ah, wenn wir wieder zurückwechseln... Okay, alles klar. Gut. Und er haut wieder ab. Aber so kriegen wir ihn. So kriegen wir ihn, definitiv. Falls er nicht noch eine dritte, ultimative, geheime Superstufe hat... Au. Oh Mann, warum bin ich denn auch nicht weggesprungen? Ich Idiot. So. Okay, so kriegen wir ihn aber auf alle Fälle klein. Juhu! Komm hierher! Ich mach dich fertig! Nein, 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 nein! Bleib lieb! Schön lieb und brav bleiben! Ja! Ja! Oh nein, eine dritte Stufe! Wow! 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 Nein! Lass gut sein! Alles schön! Alles fein und brav! Oh Gott! Oh oh! Was macht er jetzt? Er hat seine Beinchen wieder. Es ist ein Wunder. Er hat seine Beine wieder. Das nenne ich doch mal ein Wunder. Halt, halt, halt! Was für eine fiese Attacke! So, komm her! Ja! Ja! Das ist immer dasselbe Muster. Das kriegen wir hin! Ja! So, noch einmal! Komm her! Na los! Komm! Ich hab hier was Feines für dich! Und das war's! Oh, nein, nein, nein! Nein! Zack! Alles gut! Ah! So, Kumpel! Schätze, wir haben ihn zu Altmetall verarbeitet. Wunderbar. Doch, die größten Prüfungen von Zack Zero, die stehen noch vor uns. Sie erwarten uns. Nachdem ich diese verdammten verräterischen Hühner platt gemacht habe. Die verdammten... Ah, egal. Tja, und nach so einem harten Kampf und so einem harten Arbeitstag, da darf man sich natürlich auch schon mal wieder am Strand entspannen. Zack Zero ist ein wirklich actionreiches Spiel, ein sehr, sehr actionreicher Plattformer, der mir durchaus sehr viel Freude gemacht hat. Vielleicht habt ihr ja Lust, dem Spiel auch eine Chance zu geben. Es ist wirklich ein feiner Titel, den ich euch in dieser Form wirklich nur ans Herz legen kann. Die ein oder anderen kleineren technischen Schwächen sollte man diesem Indie-Titel durchaus verzeihen können. Zack Zero ist ganz allgemein ein wirklich solider Titel und ich würde mich freuen, wenn ihr da auch mal reinschauen würdet. Ja, das war mein kleines Let's-Test. Zack Zero, ein wirklich empfehlenswertes Jump'n'Run und ja. Dann würde ich einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal, euer Weehawk LP.